Jetzt, liebe Leute, gucken wir uns mal zusammen hier vom Call Me Tommy das Video an. Das hatte der Flo reingeschickt. Und zwar geht es quasi um Arma 4. Mit Engine Speculations und Release Dates und alles drum und dran. Also welche Engine da kommen könnte oder wann das kommen könnte. Und das heißt Arma Reforger. Das ist quasi das Arma 4. Das Ganze wird auf Englisch sein. Wir gucken es uns trotzdem mal zusammen an, würde ich sagen. Die meisten denke ich, können ein bisschen Englisch, ne? Und wenn nicht, dann werde ich die wichtigsten Stellen dann nochmal zusammenfassen. Wir gucken einfach mal rein. Copyright Strikes, Trademark Acquisitions, Mass Recruitment, Puzzle Pieces, Bohemia are working on something, something big, it's all coming together and it looks like... Das hier ist auf jeden Fall schon mal die Vietnam-Karte. Von dem Creator DLC, die sieht übrigens echt nice aus, holy shit. Like the leaker from my previous Arma 4 video had some credibility, after all. Now, don't get me wrong, I absolutely love Arma 3. I will fight to my last breath to argue that it's the best game I have ever owned. But it's time for a change. Whilst I've really been enjoying playing around with the new Creator DLC, which Savage Game Design have done a Also das muss ich ja auch sagen. So scheiße Arma ist, es ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist einfach so, ja. Wahre Worte. Ich denke für viele von uns, ne? Taking the amazing job on. You get this sense from the Arma community. A kind of longingness for something different, something fresh. And no matter how many new DLCs you slap over the top of Arma 3, it's still Arma 3. With its bad performance, derpy AI, and muddy textures. Hopefully, this explains why I'm making so much speculative content about Arma 4, because I am itching to get my hands on something new. I came across a brilliant video by Sebsin, who has covered the latest saga in the Arma 4 information quest, which I definitely recommend checking out for yourself. Für alle, die es nicht wussten, Arma ist übrigens ein Kriegsspiel, ne? In the description. It relates to the puzzle pieces, or breadcrumbs, as Seb calls it, left by Bohemia in various blog posts spanning back to February of this year. Like some sort of Pokemon game, you have to catch them all, and once you stitch the pieces together, you'll be rewarded with a total of 6 glimpses into Bohemia. Okay, also pass auf. Bohemia hat im Laufe der Zeit jetzt offenbar immer so Sneak Peeks rausgehauen und wenn man die dann zusammengelegt hat, dann kommt man hier auf diese Screenshots. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich zu sagen, von den Screenshots her, also gerade auch das Auto hier hinter mir, ich hoffe, ihr seht das, das sieht schon sehr, sehr, sehr verdächtig nach DayZ aus. Ne? Also soweit ich weiß, soll ja für Reforger, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Engine, die jetzt auch im neuesten DayZ Standalone, glaube ich, müsste das dann sein, implementiert wurde, soll dann auch für Arma herhalten. Wie gut die Engine ist, weiß ich nicht. Ich habe nämlich noch nie DayZ mit der Engine gespielt. Ich weiß aber, dass DayZ einfach ein Shitfest von Bugs war. Also who knows, ob das jetzt wahnsinnig gut ist oder eher schlecht ist, gerade für Arma, das ja dann nochmal ein ganz anderes Spiel ist als DayZ. Auch so von den Inhalten, vom Content her, es ist einfach ein ganz anderes Game, ne? Generell so die Screenshots, ja, also grafiktechnisch sieht es ansprechend aus, auf jeden Fall. Finde ich aber, sieht Arma sowieso aus, ne? Also da ist durchaus nur Luft nach oben und deswegen mit einer neuen Engine, gerade auch, was man natürlich hier oben jetzt sieht, mit diesen ganzen Lichteinfällen und sowas. Das wird natürlich dann schon relativ sick werden. Ja, auch das hier oben finde ich mega nice. Auch so die Abenddämmerung oder das Morgengrauen, je nachdem. Sieht gut aus. Ich habe hier nur schon jetzt wieder folgendes Problem. So. Wie wir hier sehen, haben wir hier offenbar eine tschechische Stadt, nehme ich mal an, oder Dörfer. Ne? Mein Bohemia kommt aus Tschechien. Für die Rollenspielszene kompletter Schmutz, müssen wir ganz einfach sagen. Es wird wieder ein Kriegsspiel werden, wie es hier aussieht. Es sieht hier einfach nach Krieg aus. Das sieht zwar zivil aus, aber nicht so zivil, wie wir es spielen würden. Also man müsste wieder wahnsinnig viel machen. Mal gucken.
Mir's new-spangled infusion engine. Although I'm quite late to the party, to my surprise, very few, if any, YouTubers have sought to talk about these puzzle pieces. I think people don't realize how much of a big hint Bohemia are giving with these pictures, and there's so much to talk about, and best of all, they come from the horse's mouth. There's no uncertainty as to whether or not these images were pulled from some random gremlin in his mum's basement. So, in this video, I will be diving into these puzzle pieces, pulling them apart once more, and giving you my thoughts on what all of this means for the next Arma title. You'll want to stick around for this one. And whilst we're looking through these, if you remember the engine interface from my Arma 4 leaks video previously, which I'm not going to repost here for obvious reasons, there are uncanny similarities with the engine user interface we're seeing here, as well as some. Ich finde es aber eine Sache finde ich sehr schön, dass es halt immer noch aussieht wie Arma. Ne? Also man sieht, es ist Arma. Ne? Es ist nicht irgendwie was ganz anderes. Es ist Arma. Und das finde ich schön. With the terrain assets, it really does lend a great deal of credibility to what Bio was posting all along. Graphically, it doesn't look like a massive step up from Arma 3, although... Finde ich schon. Er hat gerade gesagt, es ist nicht so ein wahnsinniger Unterschied zu Arma 3. Finde ich tatsächlich schon. Man sieht natürlich die ganzen Assets und sowas, das sind natürlich irgendwo immer noch relativ ähnliche, auf jeden Fall. Ich finde aber dieses Depth of View, ne? Also diese Bildtiefe und so. Mein Gott, das sind natürlich Cinematics. Okay, ja. Aber wenn das ein Screenshot ist aus dem Game, ist das deutlich, deutlich besser, auf jeden Fall. Ne? Also weiß nicht, wie ihr das seht. Ne? Hauptsache nicht CPU-lastig, naja, das soll ja dann die Engine regeln. Mal gucken. Ne? Like a massive step up from Arma 3. Doch, sieht although echt the geil volumetric aus. Fog in this one does look very nice. Yeah. But none of us were really expecting that, to be honest. The three main tests that people will be looking for in the next Arma game are: do I need a NASA computer to run it? Are the AI still derpy as hell? And will it be accessible to modders? And when I look through these screenshots, they do sort of remind me of the color palettes and graphics in DayZ. Yeah. And lo and behold, DayZ standalone, of course, uses the Infusion engine as its renderer. So, the visuals in DayZ standalone will strongly correlate with what the next Arma game looks like. But we already knew. Und das ist sehr schade für die Roleplay-Szene. That really. Instead, look a little deeper. What part of the world does this look like to you? Something Tschechien. Maybe reminiscent of a certain beloved predecessor, Chernerus, or even Livonia. But whichever one it might be, it is screaming East European. There are those Chernerus-esque Orthodox church spires, the big white ball thing from Starry Sobor, I have no idea what it is, and matching water fountains and lampposts, as you can see here between the puzzle screenshot. Wobei, gut, das spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle für uns, weil sollte das irgendwann mal RP-kompatibel sein, ne, dann ist es eigentlich gar kein Problem, weil auch Arma hat einfach mit Altes angefangen und man hat sich damit zurechtgefunden. Und ich glaube auch die ganze Modder-Szene, die jetzt von Arma vielleicht auch abgesprungen ist und zu GTA gegangen ist, die werden natürlich, wenn wirklich eine unglaubliche Verbesserung von Engine und Co. da ist, mit Sicherheit auch wieder zurückkommen und sich dort einlesen und entsprechend, ja, ne, Party machen. Finde ich nicht schlimm. Also stört mich jetzt nicht. Und ich meine, modded Karten wird's, wenn Moddability da ist, sowieso in Kürze auf dem Markt sein. Also da kannst du drauf scheißen, wie die Karte aussieht. Es geht eher um die Engine und ums Game. Ne? And screenshots of Livonia and Chernerus. But even the bus stops are akin to Chernerus and Livonia. If we look back at the foggy shot here, well, this building kind of reminds me of the supermarket in Chernerus. Now, these similarities are far too striking for it to be a mere coincidence. Look at the fencing, the muddy, beaten down lanes, the agricultural farmland, the barns. Put it all together. Ja, aber da musst du ja nicht studiert haben, für das Bohemia eine tschechische Karte rausbringt. Also beim besten Willen. Ich weiß nicht, warum er jetzt da so ein Fass aufmacht. Ist halt scheißegal. Hat uns noch nie interessiert. Und genauso denke ich auch die ganze Militärszene. Du gehst auf die Karte, die dir am besten gefällt. Wenn es Vietnam ist, ist es Vietnam. Ist es Altes, ist es Altes. Na, es ist völlig egal.
Ich finde aber die Sachen, die man jetzt schon sieht, so auch von Zäunen und Gebüschen und so, das sieht einfach gut aus. Ne? Und damit kann man gerade als Mapper oder als Missionbauer oder als Serverbetreiber viel, viel Unfug mittreiben. Und das ist eine tolle Sache. Und ich gehe schwer davon aus, dass es natürlich wieder ein Sandbox-Game sein wird, genauso wie Arma 3. Und dementsprechend ist es ja auch unsere Aufgabe als Developer, Mapper, Modder etc., aus dem Spiel was anderes zu machen. Ne? Und deswegen, also das interessiert mich jetzt nicht unbedingt sehr. And we really do feel like we're at least somewhere in Eastern Europe. A guy on Reddit actually said, I live in the Czech Republic, and I could easily mistake this for a real image of some rural, backwater Moravian village. So I think it's clear from these screenshots that we are going to be transported to some Chernorussian or Livonian terrain in the next Arma game. Are these shots of me flying around in Daisy offline mode on Livonia are perhaps the closest glimpse into Arma Reforger on the Infusion Engine. Bohemia, as we saw with their Arma 3 escapades when two of their developers were arrested for espionage in Greece. Ah, fun times. Geil. Use real-world data to create their terrains. So it's not surprising, given the global pandemic which has halted travel, and the fact that on the 22nd of June, it will be the 20th anniversary of Operation Flashpoint. Bohemia may well be cooking something up to take us back to its roots, where it all began. And this again lends credibility to Arma Reforger releasing this year. Mark the date in your diary, namely the 22nd of June 2021. Also 22. Juni, das sind jetzt noch, ja, 13 Tage, ne? Da glaube ich erst ran, wenn ich es kaufen kann. Ich glaube da noch nicht so dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kennt ja Bohemia. Wir werden sehen. And keep your eyes peeled on Bohemia's social medias, because I think... Mal ganz abgesehen davon, das kommt niemals am 22. Juni raus. Die haben ja überhaupt keine Werbung gemacht. Ich meine, das Einzige, was er hier in dem Video zeigt, und es ist ja quasi ein Infovideo über das Game Arma 4 Reforger quasi. Das sind hier im Hintergrund die ganze Zeit Cinematics von Livonia und Co. und 6 Screenshots. Das kommt nie im Leben diesen Juni raus. Das kommt nächstes Jahr Juni raus. Also Blödsinn. A reveal is coming. Never. Bohemia have released the constituent parts for 6 completed puzzles so far. No more, no less. 6. And what could the number 6... Also hier, das Einzige, was die überhaupt dazu released haben, waren die Puzzlestücke zu diesen 6 Screenshots. Das war das Einzige. Mehr nicht. Also, das ist doch kein Marketing. Also, weiß ich nicht. Tell us. The 6th month of the year... June. I may be an Illuminati tinfoil hat weirdo, but we won't know whether I'm right or wrong until June rolls around. And also, Operation Reforger was an actual thing, standing for Return of Forces to Germany, all set out during the Cold War. The whole thing took place in Europe, led by NATO forces. It would also make sense for a return to the game's roots and to make use of a similar Cold War era to that in Operation Flashpoint. And with Arma 3's push to better single-player storytelling with Laws of War, Contact, and Old Man DLC, it would make sense for Bohemia to go in this direction. They could continue the events from where they left off, kind of like a film sequel. Alternatively, they could remaster Operation Flashpoint's campaign. So, if Arma Reforger really is a testbed, a sample to prepare us for Arma 4, then Bohemia are playing their cards close to their chest and utilizing their strengths, Eastern Europe and a Cold War setting. Yes, it's been... Ja, Mutzi schreibt gerade einfach mal eine Arma 3 Grafikmod machen, dass es moderner aussieht. Gar nicht. Ich finde die Grafik von Arma 10 mal besser als die von GTA. Einfach weil sie realistisch ist und nicht im Comic-Stil ist. Die Engine. Mich interessiert bei diesem Video ausschließlich die Engine. Gib mir die Engine. Ne? Wenn die Engine was taugt, ich will sie. Der Rest kann genauso bleiben, wie er ist. Ganz ehrlich. Mehr brauche ich nicht. Done to death with Arma 2, DayZ mod,
The Arma 3 creator DLCs, and of course, DayZ's standalone, but it is a safe option for them whilst they're ditching their in-house engine tools. If I was a betting man, I'd say this is the biggest justification for opting for such an era and an Eastern Europe map. If I was out of my depth using an entirely new engine, which is nothing like the in-house RV engine I've been using for years, I'd want at least some familiarity. The terrain, assets, and setting give them that comfort. They are, after all, based in Prague in the Czech Republic. Now, this shot of a yellow car is almost 100% identical to the Sarka one. Das ist genau das, was ich meinte. Das Auto ist ganz klar DayZ, ne? Deswegen also Tschechien irgendwo da in der Richtung. Musst du nicht für studiert haben, ne? Ja. 20 in DayZ standalone. Look at these comparisons. It's really uncanny. Now, the Sarka in DayZ is based off of the facelifted Skoda 125 litre produced by, wait for it, the Czechoslovakian car manufacturer AZMP. Now, a guy on Reddit by the excellent name, I must add, of Buff These Nuts added that the number plate looked like it was from the Czech Republic in the 1990s. The Cold War lasted from roughly 1947 to 1991. Now, all of this really seems to go together, but remember, this is purely speculation till we actually hear from Bohemia themselves. Yeah. Other members of the community. Aber gerade dann, also er hat ja gerade gesagt, das ist ja alles Spekulation seinerseits und man hat noch kein offizielles Feedback oder so. Also gerade dann ist doch ein Release-Date vom 21. oder 22.06. halt völlig utopisch. Also das wäre ja völlig Banane. Ich meine, klar, Arma hat eine Fanbase und ich denke, jeder, der auch heute noch aktiv Arma spielt, wird sich's holen. Aber die ganzen Leute, die gerade auch aus der Roleplay-Szene zu GTA gegangen sind, die kriegen ja da gar nichts von mit, quasi. Also, das ist ja dumm, ne? Man weiß aber wenigstens, dass sie an was arbeiten. Ja, klar, logisch, aber das weiß man sowieso. Also, egal ob Creator-DLC oder anderes DLC, ich meine, sie waren ja nicht untätig. Ob das jetzt immer die richtige Richtung war, die sie da genommen haben, da steht auf einem anderen Blatt. Aber sie waren ja nicht untätig, ne? Deswegen, also mal gucken. Also Juni könnt ihr vollkommen abhaken. Never ever wird das rauskommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. Also keine Ahnung. Mal gucken. Have even suggested that some of the weapons, vehicles, and assets from DayZ standalone could actually be ported across into the new Arma Reforger game. Now, this seems to be reinforced by this picture of the back of an M3S, or an Arma 2 Ural, as you might know it. And I mean, look at this apple tree. Now, come on, really? Whilst I'm personally a bit unhappy with. Ja gut, hier hat er jetzt auch gerade gezeigt, dass so ein paar Assets und Fahrzeuge und Models und so eventuell wieder importiert werden. Ich meine, das hat der Arma immer schon gemacht, also Bohemia, ne? Schau dir doch die ganzen Sachen von Livonia an, das sind ja unter anderem ja auch Sachen, die aus Arma 2 importiert wurden im Prinzip, die auch schon in DayZ recycelt wurden, 10-mal. Finde ich nicht schlimm, solange die Sachen dann halt auf einen modernen Stand gebracht werden. Aber so das Haus-Layout oder einfach auch den Wiedererkennungswert von so einem Haus. Und bringen wir es mal auf den Punkt. Ich meine, Černárus ist ja quasi Tschechien, so, also fiktives Tschechien mehr oder weniger. Natürlich sehen die Häuser da nun mal so aus. Du kannst ja nicht Schnipp machen und die sehen anders aus. Ne? Also habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit. Ne? Und entweder man kann das irgendwann dann im Editor verbauen oder eben nicht. Dafür kann man ja dann eventuell auf Mods wieder zurückgreifen. Ne? Mal gucken. With such a lackluster copy and paste job, if it helps us to get closer to Arma 4 in the end, so be it. It just feels a bit sad that we saw so many new assets between Arma 2 and Arma 3. We traveled from Černárus, a sort of cold Eastern European setting, to a sunny Stratis set in Greece on a beautiful Mediterranean island. If this is it, then it's truthfully a little bit underwhelming. One thing that is a positive though is building interiors. Da hat er natürlich nicht ganz unrecht. Also so, wenn man so die Entwicklung der Karten auch so mitgemacht hat, habe ich jetzt nicht alles. Also ich war nicht altes Zeit im Prinzip schon da, sondern ein bisschen später. Aber er sagt, dass es eher so ein bisschen
ja, ein Dämpfer ist. Finde ich eben nicht, weil die Karte ist mir halt wirklich scheißegal. Wenn die Karte so gut ist, dass man sie wirklich auch dann für Live-Betrieb oder so benutzen könnte, weil ich kann nur für Live-Betrieb reden, mich interessiert Militär nicht, ne? Dann nimmt man sie und wenn nicht, dann nicht. Dafür gibt es Modded-Karten nun mal hoffentlich auch direkt dann kurz darauf, ne? Weil so oder so, Bohemia-Karten konnte man noch nie bearbeiten, ne? Du konntest halt nur Mission, nicht Terrain-Builder. Ne? Und das ist halt sowieso für jeden Serverbetreiber, wie jetzt auch in unserem Fall, wenn du einfach mehr als 10 Spieler hast, das ist ein Genickbruch. Ne? Und da die sowieso nicht die Source-Files dafür rausgeben, zumindest sehr, sehr lange am Anfang wieder nicht, also so würde ich es einschätzen, musst du so oder so auf Modded-Karten umsteigen oder die scheiß Performance einfach fressen. Es sei denn, die Engine carried das wieder raus. Who knows? Ne? Aber so, also was mich interessiert, sind die Assets, die drin sind, die Grundmechaniken und alles drumherum kann man ja selber bauen. Also scheiß doch drauf. It looks as though we're gonna have fully enterable buildings, akin to Arma 3 Stratus and Altus. You can see the cupboards inside this house here. So there is some hope of interiors actually being furnished, unlike the barren ones we have in Stratus and Altus. Ja, das ist jetzt zum Beispiel halt auch wieder was zum Beispiel dann für die Militärszene interessant ist. Weil wie gesagt, wenn ich Möbel will, lade ich mir ein Möbel-Modpack runter oder baue sie halt selber oder whatever, ne? Weil die Möbel, die halt auch in Arma da sind, ja gut, damit kannst du ein Büro bauen, das war's. Mehr sieht halt einfach scheiße aus, ne? Also, das ist auch wieder was mich nicht zwangsläufig interessiert, ne? Das kann man sich alles selber zusammenschustern, ne? Mal gucken. Unfortunately, it doesn't look like we're getting new water physics or rivers. It still has that dead, lifeless, static look we're used to on DayZ and Arma. Ich muss da wieder widersprechen. Es tut mir leid, dass ich das so oft wieder unterbreche hier, aber er sagt hier, dass das Wasser in Arma langweilig und leblos und tot aussieht. Also ich weiß nicht, ob er in seinem Leben schon mal Tanoa gespielt hat. Also ich weiß nicht, was die Leute immer gegen die Grafik von Arma haben, aber das Wasser in Tanoa, gerade auch die Unterwasserwelt, das ist so schön gemacht einfach. Und mal ganz im Ernst, also was erwartest du denn von so einem Tümpel, dass da Frösche rumfliegen oder was? Ich meine, so sieht ein Tümpel nun mal aus. Du kannst ja da keine Gazelle reinzaubern, damit es belebter aussieht. Weißt du, wie ich meine? So sieht ein Tümpel aus. Punkt. Viele setzen das in Relation mit 4K-Games. Aber darum geht's halt in Arma auch gar nicht. Arma ist ein Sandbox-Game, ist eine Simulation, eine Kriegsstrategiesimulation. Hier geht's nicht zwangsläufig darum, ob in diesem Tümpel irgendwo noch ein verborgener Schatz drin ist. Das hier ist nicht irgendein Piraten-Game oder so. Weißt du, wie ich meine? Das tut nichts zur Sache. Ne? Und ich finde, dafür, dass das Wasser in Arma von im Prinzip 2014 stammt, da können sich einige Games eine Scheibe von abschneiden, ne? Grüße gehen raus an Cyberpunk. Arma. Finally, in terms of Bohemia's response, they have recently filed for intellectual property rights for the name Arma Reforger, which is spicy in itself, and something unknown called Silica. Now. Okay, also folgendes hier. Bohemia hat wohl Anfrage gestellt, dass Arma Reforger plus der Name Silica wirklich eingetragene Marke dann wird. Ja gut, das gibt halt einfach her, dass sie sich die Rechte sichern wollen. Ja, Spekulation kann man natürlich immer verbreiten. Weiß ich nicht, was uns das sagen soll. Ne? Ja. Okay. This is very big news indeed, and it again gives us more weight to what the leaker in my last Arma 4 video was telling us all along. Furthermore, all of the leaker's picture posts have been copyright striked on Twitter. Now, some of you commented on my previous Arma 4 video that this Twitter account was a controlled leak by Bohemia themselves to drum up hype for the next Arma game. But why would they strike down their own pictures on a private Twitter account? It doesn't add up. All for the sake of a bit of publicity. I don't think they would bother going to such lengths. My only question though is if Bohemia planned to name their next Arma title Arma Reforger, why did they only file for IP rights
in May of this year. Surely they've been working on it for longer than that. Again, there are yet more unanswered questions. Jein. When will the Jein. Entweder das oder sie haben wirklich jetzt erst angefangen und wollen einfach Hype generieren. Ne? Also weiß ich nicht, warum die da die Bilder von dem Game da auf Twitter wegstriken. Anscheinend sagt er, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen so fishy wieder. Ne? Am Ende, einfach ist so ganz ehrlich, am Ende ist es ein scheiß Creator-DLC. Und Hexo sagt, so als Terrain-Bilder muss ich schon sagen, dass es schöner wäre, wenn Flüsse und sowas einfacher gehen würden. Auf jeden. Das wäre eine coole Sache. Klar. Hunt. And I hope you guys enjoyed watching and that this video gave you some food for thought about the next Armageddon. Ja, we might very well be in for another. War ein gutes Video auf jeden Fall. Ich lasse da sogar mal ein Like da. Dennoch muss ich sagen, also viel hat das Video jetzt nicht hergegeben. Außer 6 Screenshots, die ich halt so noch nicht kannte. Also ihr vielleicht schon, auch wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt. Vielleicht kanntet ihr das dann schon. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, das einzig Spannende ist halt wirklich die Engine. Natürlich auch ein bisschen die Grafik, logisch. Aber ansonsten, es wird halt für jemanden wie mich, der halt Arma nur als RP-Spiel spielt, völlig egal sein, was so an Häusern reinkommt, an Waffen. Ich meine, es ist ein Kriegsspiel, Waffen werden eh ohne Ende drin sein. Panzer interessieren mich nicht. Hubschrauber interessieren mich nicht. Ne? Aber das kann euch vielleicht ganz anders gehen, wenn ihr gerade zuguckt und vielleicht aus dem Militärbereich stammt. Ich bin sehr gespannt. Festhalten können wir hundertprozentig, es kommt nicht am 21., 22. Juni, auf gar keinen Fall. In 1000 Jahren nicht. Never ever gonna happen. Niemals. Aber wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt schon mal von allen auf YouTube. Schön, dass ihr reingeguckt habt. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir machen jetzt auf Twitch noch ein bisschen, paar Minütchen weiter. Dankeschön, haut rein.